Guten Tag, ich heiße Beryl Nyarangi, ich bin 17 Jahre alt. Hallo, ich heiße Betty Mwangi und ich bin 16 Jahre alt. Wir kommen aus Kenia, von Precious Blood Jiruta. Unser Projekt ist biologisches Handdesinfektionsmittel. Wir machen ein Desinfektionsmittel aus organischen Inhaltsstoffen, zum Beispiel Ethanol, Glycerin und ätherische Öle. Der Umfang unseres Projekts ist unserer Schule. Sie 600 und ungefähr 40 Arbeiter hat. Die Ziele des Projekts sind, Krankheiten zu reduzieren und dadurch Schülerwissenheit und Leistungen zu verbessern. Die Stakeholder sind unsere Schuldirektorin, Lehrer, Arbeiter und Schülerinnen. Einmal pro Woche von 16 Uhr bis 17 Uhr machen wir das Projekt, weil wir nur wenige Zeit haben. Wir haben ein Desinfektionsmittel machen beschlossen, weil es ist sehr hilfreich für sanitäre Hygiene und Sauberkeit. Außerdem waschen nicht viele Menschen die Hände, bevor sie essen. Ja, wir mischen alle Inhaltsstoffe, dann haben wir die Mischung in Flaschen einschütten. Der Waschenraum ist weit vom Speisesaaltor, deshalb wir viele Zeit benutzen. Die Schülerinnen sind dann krank und sie können nicht gut lernen und in Klasse bleiben. We faced a number of challenges while implementing our project. First of all, the teachers' strike that was ongoing in the country delayed us with implementing our project. Secondly, the ingredients were very expensive. Some of them could not be found in the pharmaceuticals in our country, and therefore we had to make a number of alterations to our initial project. Wir haben eine Zukunft für unser Projekt. Wir brauchen nur ein laufender Vorrat vom Geld. Und Precious Blood Schülerinnen haben uns versprochen, Geld zu spenden. The organic hand sanitizer has helped me really much. Why? On the cosmetic side, my hands are clean and yet soft. And what can a girl want more than clean hands and soft hands? Vielen Dank für Ihre wunderbare Aufmerksamkeit.